Guten Tag. Hier ein kleines Update. Wie ihr hören könnt, spreche ich nicht mehr ganz so deutlich. Ich habe am Dienstag meinen Hyrax eingebaut bekommen. Meinen Palate Expander, Gaumenverbreiterer, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Und heute ist Samstag. Der Einbau war kein Problem, ging relativ fix, 15 Minuten war es eingebaut. Doof war, dass es ein kleines Missverständnis gab. Ich dachte, ich darf direkt nachdem der eingebaut wurde, anfangen zu drehen. Aber ich muss warten bis zur OP. Sarpe, bis zur Sarpe-OP. Die muss ich dann selber organisieren, muss ich selber das Krankenhaus anrufen. Ja, Healthcare in den Niederlanden ist ein bisschen anders als in Deutschland. Auf jeden Fall habe ich die OP Ende Januar. Und das heißt, ich habe das Teil jetzt drin für 7 Wochen, eigentlich ohne Grund. Und das habe ich schon ein bisschen angepisst. Auf der anderen Seite, ich will sowieso abnehmen und bin dabei. Und zähle Kalorien. Und ich habe gemerkt, seit ich das Teil drin habe, ja, kann ich eigentlich nichts mehr essen. Also, egal was ich esse, solange es nicht flüssig ist, bleibt es in dem Teil stecken. Und das ist echt unangenehm. Das ist echt ein ekelhaftes Gefühl. Also, die ganze Schluckerei ist auch so eine Sache. Mir wurde erzählt, dass der Körper fühlt, dass da irgendwas ist und denkt, das sei Essen und spült deswegen die ganze Zeit Speichel nach. Und das ist aber nach ein paar Tagen weggeht. Die erste Nacht war richtig scheiße, zumindest einzuschlafen. Du liegst da und dein Mund produziert Speichel die ganze Zeit und du musst die ganze Zeit schlucken und es hört einfach nie auf. Irgendwann habe ich dann einfach den Mund so richtig weit offen gelassen. Die Zunge am Boden gelassen, damit ich das Teil nicht fühle. Und irgendwann ging es dann, hat der Speichel, die Speichelproduktion aufgehört. Ja, jetzt ist halt, jetzt esse ich ungefähr 1200, 1500 Kalorien Maximum pro Tag. Mein Körper freut sich darüber. Ich denke mal, bis zur OP werde ich noch so 2, 3, 4 Kilogramm verlieren. Ist egal, ich habe 20 Kilo Übergewicht, also das passt schon. Und ja, das wird ein Abenteuer. Ich gucke die ganze Zeit auf Reddit. Da gibt es zwei Subs, die sich mit dem Thema ungefähr be beschäftigen. Das ist einmal Cleft Lip. Das ist halt für alle Patienten, die eine Hasenscharte haben oder eine Gaumenspalte. Und das andere ist Jaw Surgery. Da gibt es eine eigene Sub von uns. Ist ziemlich aktiv. Da werden eine Menge Fragen beantwortet, was mir auf jeden Fall hilft. Und beziehungsweise sehe ich da eine Menge Dinge, wo ich eigentlich Fragen zu habe. Und die schreibe ich mir auf für meinen Termin mit dem Surgeon, Chirurg. Das kommt ja auch in 2, 3 Wochen. Dann schaue ich mal, was das nächste Update gibt. Bis dann, auf Wiedersehen.